Hallo und willkommen zu einer Folge Pokémon. So, wir laufen weiter Richtung Glass Sea, so ist die Stadt ja. Was ja anscheinend, ich schätze mal eine Eisstadt sein wird, so wie die heißt. Hier ist aber ein Pokémon Center. Ja gut, ist auch an sich ein langer Weg eigentlich, ne? Also ich hatte mal ja dieses Stück Route vorher, dann die Höhle und dann sind wir jetzt hier. Und die Route vorher hatten wir ja schon mal gemacht, deswegen waren halt keine Trainer mehr für uns. Jetzt wohl auf der Seite weiter. Oben noch irgendwas? Wir haben hier einen Doppelkampf unter uns, schätze ich mal. Dann schicke ich mal dich mal oben. Doch nicht. Jetzt ist irgendwie den Geister wieder. Was geht jetzt rein? Das ist einfach nur so ein Ding nebenbei hier. Gut, wenn ein Geister ist, werden wahrscheinlich Geisterbrunnen auftauchen. Also erstmal Schutz hier. Hallo? Also ist zu. Okay, aber ich schätze, wir müssen da bestimmt irgendwann nochmal wieder hin. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, so wie dieser wieder waren. Ist bestimmt wieder irgendwann hier den Duplex drin oder so. Beyond Draghi. Tja, was machen wir jetzt gegen dich? Gift und Licht. Psycho ist kacke, Käfer ist kacke, Kampf ist kacke. Eigentlich alles kacke, was eigentlich gut ist. Gleicht sich schon so ein bisschen aus, dann Gift und Licht. Wir müssen auf jeden Fall raus wegen Gift, also gehen wir auf Schrimp. Ich hoffe, wir setzen einen Giftstreich ein oder so. Ein Nachtdieb, okay. Naja, ist auch unnötig. Giftspitzen. Hoffen wir mal, dass wir gleich einmal drinnen bleiben können. Wo sagen wir so, jetzt Schaden bekommen jetzt, weil ich den nicht one-shotte. Ah, das wird wahrscheinlich nicht unbedingt one-shot. Macht mir im Endeffekt mehr, als wie wenn ich vergiftet bin. Dann kann ich mir danach ein Gegengift heilen. Das letzte Mal noch schneller, als ich gegen Barnabas gekämpft habe. Tja. Holzgeweih, endlich. Zwar ein Stückchen schlechter als Samenumriff vom Damage her, aber sind halt nur 5 Damage und dafür heilen wir uns dann. Ja, wir haben nur 15 AP zum Angreifen. Wir haben 10 mal Holzgeweih und 5 mal Steinkante und dann ist aber Ende. Oder ist eigentlich Synthese? Ah, nee, eigentlich, ganz ehrlich, ich nehme Synthese raus. Weil an sich brauche ich Synthese halt nicht mehr, unbedingt. Weil wenn ich drinne bleibe, mich mehr Protzer hochbuff, dann kämpfe ich eh gegen den Gegner, den ich ja töten will und kann. Dann kann ich auch mit Holzquaren greifen, mich aber hochheilen damit. Und von daher, Schuss Synthese. Weil dann tatsächlich mit 10 AP nur rumzulaufen, ist nicht so viel, muss ich sagen. So, dann müssen wir einmal so heilen. Ne, falsche Richtung. Da, dann. Hab ich noch so ein Gegengift? Ja, ja. Das hab ich ein Gegengift. Natürlich ein Gegengift. Ich finde ja, jeder zweite Pokéball hier ist irgendwie ein Gegengift oder ein Parahider oder so, oder was auch immer wir das mal finden. Halt mich jetzt hoch, wir haben jetzt ein Holzgeweih, ich wollte mich eigentlich gar nicht hochheilen. Ne? Einfach hoffen, dass der nächste Trainer ein Pokémon hat, dass wir platt machen können. Kann ich aber nicht runterspringen. Okay, jetzt gehen wir jetzt wohl ins östliche Gebirge. Oder nicht? Was ist jetzt noch das Plateau? Naja, auch egal. Das ist eine Höhle. Stimmt, ich habe auch in der letzten Minute gar nicht geguckt, ob da irgendwelche Risse irgendwo drin sind, so wie da zum Beispiel. Das habe ich schon komplett vergessen, ne? Okay, jetzt müssen wir aber langsam mal was Besseres als ein Kack-Kupfererz finden, oder nicht? Kann dann langsam nicht mehr angehen.
Bin jetzt aber Level 41, das war nicht letztes Mal hier Pokémon Level 34 oder so. Da kann es auf jeden Fall schön dran hochheilen. Und ein Eisenerz, endlich mal was Besseres. So, da ist auf jeden Fall ein Trainer. Kämpfer bist du aber wieder aus, dann schicken wir dich mal nicht nach oben. Ein Leafu. Und warum hast du nicht die Weiterentwicklung mit TF? Weil wie kann sich das Ding so spät irgendwie? Weil irgendwie auch bei 48 oder so. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also so krass ist das eigentlich nicht. Militaris. Dann gehen wir wieder raus. Ich glaube, Flamme hat auch einen EP-Ter noch, oder? Da geben wir auch mal ab. Also 3-50er hier brauchen wir eigentlich erstmal nicht so viel Erfahrung. Das ist halt so wie hier, wie die selber anhört, gegen das Töten. Du bist noch den MP-Teiler. Ja, dann gehen wir den mal weiter. Oder erstmal bewegen. Für das Item bewegen. Ich sehe einen Charakter. Und dann bewegen wir dich wieder nach oben erstmal. Golgantus. Ah, dein Ernst? Ah, so, das stimmt. Das ist doch ein Geist-Pokémon. Deswegen macht Fluch ja den Scheiß egal. Und. Für den Weg. Ah, aber eigentlich. Also, ich glaube, der ist aber drin. Weil ich kann mich aber jetzt gegenhalten. So. Wie viel Futter haben wir wieder für den Leben? Fertig. What? What? Wie hat das was? Wie hat er das überlebt? Das war eine Vierfachschwäche. Was hat das denn für eine Verteidigung? 10.000 oder was? ETF? Wie hat der die Vierfachschwäche überlebt? Holy shit. So viel dazu, ich kann mich gegenhalten, ne? Aber eigentlich, Ding ist, ich kann auch einfach warten, bis Schutz ausläuft und dann mal kurz wieder das Pokémon platt machen. Sollten ja eigentlich Gesteins-Pokémon rumrennen, ne? Ob das jetzt noch kein Trainer hier reinrennt. Was ist hier? Ein Item, wo ich nicht rankomme, weil ich von oben da rankomme. Cool. Das stellt auch wieder einmal einen Kreis für das Item oder so. Ah ja, ist auf jeden Fall ein Kämpfer wieder. Was ist das denn jetzt? Ich würde Gesteins-Pokémon da zum Hochheilen. Einmal ausprobieren, ansonsten den Hypertrank. Komm, Gesteins-Pokémon. Pummeluft, wenn man es eh dran kann, ich glaube auch irgendwie hochheilen. Gib mir Leben. Wie machst du denn? War okay, Heilung. Reicht auf jeden Fall, dass ich mich nicht selber heilen muss. Aber an sich tauschen wir trotzdem kurz wieder um. Ja, gegen Kämpfer muss ich halt wieder eigentlich wieder Flamme oder Fledermaus, ne? Die ganzen Kämpfer hier immer. Das ist ein Ast-Trainer. Oh, das stimmt. Die Kämpfer hatten ja auch diese orangen Haaren oder irgendwie sowas, ne? Dumm, ey. Das ist auch sehr wie so eine Kampf-Uniform an. Capuno hast du einfach noch. Und davon nur das eine. Mehr hast du auch nicht ganz Pokémon. Ach, ist undicht da. Ich bin dumm. Was mach ich denn, ey? Dünn, dünn, dünn. Also einfach so. Toll. Jetzt kommt Phoenix ist wieder rein. Ah, Drachenstoß. Ich habe an Drachenroute gedacht. Ich dachte, ich fliege jetzt wieder raus hier.
Was ey, das ist aber nur ein Kapunova, das hat ganz schön viel Damage gemacht eigentlich, ja. Was, du kannst aufhören, irgendwie nur physische Attacken zu erlernen? Mann, 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 ey. So, guck mal, was ein Item hier unten rumliegt. Ah ja, stimmt. So, vielleicht Schutz wieder anmachen. Ja, war ich richtig? Toll, wieder ein Hyperleiter, ne? So. Jetzt hier unten ging es aber. Gehst du eigentlich noch weiter? Hier unten ging es nicht weiter. Okay. Müssen auf jeden Fall hier oben hin. Da können wir wieder zurückspringen. Da ist ein Minenarbeiter. Magneton. Tja, jetzt den Bodenattacke haben, ne? Oh mein Gott. Ich sag mal so, wenn das Ding das Robustheit hat, haben wir ein Problem. Oh, das ist aber schneller als wir. Das Magnet fand ich auch eigentlich mega langsam. Ich dachte, wir wären schneller als der. Auch wenn wir halt auch langsam sind. Tja, so Panda. Na, Schlange kann ja immer gestorben, aber eigentlich auf dem Team, ne? Boah, stimmt gar nicht. So, Ballerina ist einmal gestorben. Das ist gar nicht so lange her. Psychokinese, der wäre also tatsächlich noch. Dann, ja, dann weg mit Psychoschock. So, und den Tante, ja, komm, bleib einfach drinne. Dann müssen wir kurz Panda immer wieder beleben. So. Ja, eigentlich müssen wir den Hyperheiltrank drauf batschen, ne? Ja, lass uns aber erstmal. Ich weiß natürlich, diese Hülle hier noch ist. Da ist eine Sackgasse. Ja auch. Muss ja eh was sein, oder so. Warum ist hier die Treppe nach oben? Ja, bestimmt für ein Fluchtseil. Bin ich gerade blind, sehe ich gerade irgendwas hier nicht, ey? Als ob jetzt einfach so ein Weg nach oben ist, wo einfach gar nichts ist. Was ist das für ein Beschiss? Was ist hier noch? Überwall. Toll. Okay, unten wenn ein Teenager-Typ, der einfach irgendwelche Pokémon hat. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Höhlenausgang, wie wir da sehen, weil das ist ein dunkler Eingang. Das heißt, es ist einfach nur ein Gang, der weiter reingeht. Komm, treffen wir oder treffen wir nicht? Der macht einfach einen Sternschauer, alles klar. Wir treffen. Aber hier, das schöne Tümpelbild, die Flamme ist an. So muss das auch sein. Fällt mal so auf, man kann schon mal gegen Tümpel gekämpft in der Feuerarena. Mir ist mir gerade jetzt richtig aufgefallen, dass bei dem immer noch die Flamme an ist. Okay, immerhin brauchen wir hier keinen Blitz mehr. Inkognito. Hat er jetzt dreimal Inkognito? Will er uns irgendwas mitteilen? A. Ah. Erstmal ein Buchstaben A.
Okay, du musst irgendwas mitteilen. So, so, wahrscheinlich hat deine Kraftreserve effektiv gegen mich ausgewirkt. Was ist das denn sonst? Wow! Wie kann das sein, ey? Ich kann ja so viel Pech haben, das Ding hat genau die Kraftreserve, die dann effektiv gegen mich ist, vom Typ her, ey. Ein Schwachsinn. Okay, der hat auf jeden Fall nicht nur Kognito. Tja, eigentlich bräuchten wir jetzt dich, also nicht mehr so viel Leben. Das Ding ist ein Flug-Pokémon, ne? Dann wohl eine Spinne. Also eine Spinne braucht echt einfach einen Donnerblitz. Einfach ein Elektronetz. Bringt aber nicht so viel. Seiner vor Elektroball hat auch nicht unbedingt. Und ganz ehrlich, ich meine, das war jetzt, glaube ich, was hat Elektronetz? 60er Stärke oder so? Donnerblitz hat ja 90 oder 95? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ganz ehrlich, das hätte das wahrscheinlich dann trotzdem nicht gereicht, ne? Der Beutel ist aber ein Stückchen zu schlecht, so allgemein. Neue Inkognito, aha. Ich trotzdem noch Panda erstmal raus. Mit den Buchstaben noch ein A. Was ist denn noch ein A? So, okay, aber ich würde sagen, hier machen wir erst morgen weiter, denn vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.